Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet und mich nicht kennt, herzlich willkommen. Ich bin Sebastian und hier gibt's alles rund um das Thema VR, Gaming, Hardware und so weiter und so fort. Und heute kommen wir zu einem Video, was sich ein Zuschauer oder Zuschauerin gewünscht hat. So Omaru, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat sich gewünscht, dass ich nicht, ob ich nicht ein Vergleichs- oder Kombi-Video machen könnte von AMVR Facecover und Bobo M3 Headstrap zusammen mit der Quest 3. Und ja, man könnte sagen hier Best of Both Worlds. Und ja, das mache ich gerne, super gerne. Und es gibt auch ein bisschen was zu beachten, ein bisschen was dazu zum Erzählen. Ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen und oder ja aus meinen Erfahrungen her, was ich jetzt damit schon gemacht habe. Also, wir müssen beachten, dass das AMVR Face Cover ein bisschen höher baut als das Originale. Wenn ich mir jetzt das hier anschaue und den Teil hier, der ist breiter oder höher als das Originale, aber das Originale ist halt auch nicht wirklich gut und unkomfortabel. Von daher, ja, das muss man wissen, weil das M3 hat hier diese Halterung und die drückt ja oberhalb auf der Stirn, fängt das Gewicht ab. Und das AMVR Facecover hier, das ja ist halt so oberhalb der Augenbrauen. Augenbrauen sind auch noch mit drin manchmal. Und da liegt das so in dem Bereich auf. Wir haben jetzt hier nicht viel Platz. Also das muss man beachten, diese zwei Polster, die drücken sich halt so ein kleines Tickchen weg, aber ich sehe das als nicht problematisch. Man sieht es auch hier ganz gut. Da ist halt nicht viel Platz, aber es geht trotzdem in der Kombination noch drüber. Ich weiß nicht, also bei meiner Gesichtsform passt diese Kombination super. Ich weiß nicht, ob es da draußen Gesichtsformen gibt, wo man sagt, nee, für mich passt das gar nicht. Also das müsst ihr ja wirklich für euch individuell selbst entscheiden. Das ist wie ein Fingerabdruck, das ist halt immer komplett anders. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die meisten Leute werden hier mit Spaß haben, die wenigsten werden damit Probleme haben. Meine Einschätzung. So, ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, wie das jetzt bei mir ist und schildere euch mal ganz kurz. Also, das liegt hier super schön auf, diese zwei Polster hier oben von dem Bobo VR Headstrap. Die fangen auch nochmal das Gewicht ab und dann habe ich ja hinten halt das schöne Polster. Und das AMVR Face Cover, das liegt ja oberhalb jetzt an der Stirn an und oberhalb der Augenbrauen. Und da liegt es auch ein bisschen mit Druck an, je nachdem, wie fest ich das hier ziehe. Und der andere Teil vom Face Cover, also von hier vom Auge aus runter, das liegt nur noch so ganz leicht auf, drückt nicht, ist super bequem und ich presse es halt nicht wirklich in die Richtung, sondern das Gewicht wird halt hier abgefangen und deshalb liegt das hier auch nicht press an, sondern halt mit ein bisschen weniger Druck und genau das ist sehr angenehm. Man muss natürlich jetzt beachten, ich habe jetzt hier eine große Fläche von Kunstleder und im Sommer könnte es natürlich sein, dass der Bereich hier dann sehr stark schwitzt und dass das ein Problem gibt. Bin ich mir nicht sicher, kann ich auch nicht testen. Wir haben keinen Sommer und ich kann aktuell keine Sportspiele vorführen. Spiele sowieso nicht, weil ich ja immer noch die Bandscheibenproblematik habe. Mit bis ins Bein rein, Wade ist betroffen und sehr, sehr unangenehme Sache aktuell. Deshalb kann ich auch nur solche Hardware-Videos aktuell zeigen. Ja, das nur dazu. Deshalb kann ich das jetzt nicht wirklich testen. Das könnte das einzige Problem sein, aber ich denke nicht, dass es ein großes Problem ist. Im Sommer ist bei 30 Grad sowieso kein VR-Wetter. Dann geht lieber raus und tankt Vitamin D, ist wichtiger, als wenn ihr da unter der Brille hockt. Der Winter und Herbst ist perfektes VR-Wetter. So. Nee, aber Spaß beiseite. Hier diese zwei liegen super bequem auf. Der liegt oben schön auf. Und der hier auch. Und bei mir in der Kombination passt's. Und ich glaube, ihr werdet damit auch sehr viel Spaß haben. Und falls ihr, sage ich mal, jetzt das AMVR schon habt oder das Bobo und überlegt, ja, soll ich das auch noch kaufen? Holt euch das, testet das. Also ich finde die Kombination mega geil. Es ist also bisher, was ich hier getestet habe, vom Komfort her das Beste für die Quest 3. Und ja, wenn euch das dann doch nicht passen sollte oder ihr sagt, nee, also bei mir, ich habe so ein unkomfortables Gefühl dabei,
dann schickt halt einen Teil davon zurück, was euch dann ja am wenigsten, am meisten stört. Der Störfaktor muss dann weg und dann könnt ihr halt irgendwas anderes. Es gibt ja so viele Zubehörsachen, die man testen kann und ja, das muss man dann entscheiden. Aber ich glaube, der Großteil der Leute wird hier mit Spaß sein in dieser Kombination und wird einen großen, komfortablen ja Sprung machen, sage ich mal, zu den originalen Sachen. Ja, das ist so meine Meinung. Und wenn es da draußen Leute gibt, Zuschauer gibt, die diese Kombination schon haben, gerne, bitte, bitte, bitte schreibt auch einen kleinen Bericht dazu unten in die Kommentare rein, damit die Leute auch nicht nur meine Meinung haben dazu, sondern auch von anderen Leuten. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ich höre sehr oft oder lese auch sehr oft, ja, warum werden immer nur YouTuber gefragt? Nein, es werden nicht nur YouTuber gefragt. Meine Meinung ist nicht die wichtigste, sondern ist eine individuelle Meinung und die Kombination aus sehr vielen Meinungen, das bildet eigentlich das, was wir haben wollen. Und ja, das kann ich auf meinem YouTube-Kanal natürlich nicht abbilden, aber deshalb habe ich ja damals die Facebook-Gruppe VR World Germany auch gegründet. Und wenn ihr da noch nicht sein solltet, gerne unten mal in die Beschreibung gucken, da ist der Facebook-Link und dann könnt ihr gerne joinen. Und ja, da gibt's halt, ich glaube, wir sind jetzt 1200 ein paar Gequetschte. Und ja, da gibt's so viele Leute, die sind Neulinge, aber auch Veteranen und die schreiben immer gerne, wenn Leute Fragen haben und ja, schreiben ihre Erfahrungsberichte dazu. Also das ist das Wichtigste, dass man viele Meinungen hat und nicht nur einzelne Meinungen, weil eine einzelne Meinung taugt meistens nicht viel. Aber wie gesagt, meine Meinung, holt euch das, schaut euch das an und ihr werdet mit Sicherheit begeistert sein. Wenn ihr jetzt das Bobo neu bestellen wollt oder das AMVR, gerne unten meine Links benutzen. Würde ich mich mega freuen, wenn ihr dahingehend meine Arbeit unterstützt. Und ja, wie gesagt, gerne auch eure Meinung. Wenn Fragen sind, auch in die Kommentare rein damit. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. Und schaut euch gerne auch nochmal die einzelnen Videos zum Bobo an, zum AMVR an, was ich gemacht habe, werde ich euch auch in die Beschreibung packen und am Ende werdet ihr das dann auch im Outro noch sehen, dass ihr da die Links anklicken könnt. Ja Leute, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, sag jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.